der MSV Duisburg. Hier Wolfragen legt unfreiwillig vor für Daniel Ginczek. Ginczek gegen unbehauen, der Ausgleich. Daniel Ginczek, sein erstes Tor für den MSV Duisburg. Unglücklich die Vorlage, aber Ginczek bleibt cool und macht es eiskalt. Mit einer tollen Eröffnung auf Kölle. Und da ist, na wer ist da? Natürlich Daniel Ginczek, das 2:1. Mit allem, was da ist, raus hier. Tolle Eröffnung, auch hier die Flanke. Und er steht da Muttersee allein vor Luca Unbehauen und köpft ihn rein. 64. Minute. Wir sind in der 95. Minute. Robin Müller eingewechselt, Robin Müller macht's, Deckel drauf, Feierabend. Duisburg siegt mit 3:1 beim Sportclub Verl. Eine ganz, ganz große Erleichterung bei der Mannschaft und natürlich auch bei den mitgereisten Fans. Das war wichtig. Aber man merkt, Duisburg, die sind heute richtig spielfreudig. 40. Minute, Fälscher zu Kölle. Alles andere als unverdient. Super rausgespielt, super Ball von Fälscher auf den einstartenden Kölle. Ben Voll kann gar nichts machen. So, Bamburger, wir sind schon drin in den letzten 10 Minuten. Nochmal Robin Müller und da ist Bakir. Tatsächlich der Anschlusstreffer für die Unterzahl Duisburger. 81. Minute, das war eine Joker-Kombination der Gäste. Müller auf Bakir und es keimte noch ein wenig Hoffnung. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.